Ich finde es schon immer richtig cool, Sachen nur aus Schrott zu bauen. Deswegen haben wir uns jetzt eine richtig krasse Challenge überlegt. Und zwar wollen wir Boote für 0 Euro bauen und dann hier auf dem See ein Rennen gegeneinander fahren. Das wird auf jeden Fall eine richtig krasse Herausforderung, weil wir uns die passenden Sachen nicht kaufen können. Die 0 Euro Bootbau-Challenge startet. In den nächsten 4 Folgen bauen 3 Teams jeweils ein Boot und treten dann in einem spektakulären Rennen gegeneinander an. Es ist echt gar nicht mal so einfach, kostenlose Teile zu finden, um ein Boot zu bauen. Ich habe jetzt auf Kleinanzeigen 2 Kajaks gefunden. Die schaue ich mir jetzt mal an, da bin ich sehr gespannt. Kleinanzeigen ist auf jeden Fall für euch auch ein richtig cooler Geheimtipp, wenn ihr günstige Teile für eure Projekte finden wollt. Hast du einen guten Fund gemacht? Ja, das ist perfekt. Die sind unsinkbar. In den Kanus hier werde ich auf jeden Fall das Rennen gewinnen. Mein Plan ist jetzt, auf die beiden Kajaks hier eine Plattform aus Holz drauf zu bauen. Es ist allein schon gar nicht so einfach, an kostenloses Holz zu kommen. Und zwar bin ich hier zum Holzhandel Bäcker gegangen und habe gefragt, ob die irgendwelche Schrottholz haben, was sie verschenken würden. Und er hat gemeint, dass sie hier 2 Müllcontainer haben, wo ich reingucken kann. Boah, guck mal hier, der ist perfekt. Genau sowas brauche ich. Warum schmeiß ich das weg? Daniel wird schon staunen, wenn er das Holz sieht. Er wird selbst denken, ich habe es gekauft. Puh, das war auf jeden Fall ein dickes Ding. Wir haben jetzt das ganze Holz, was wir brauchen. Ich lade es jetzt alles auf und dann baue ich endlich die Plattform. Die Plattform wird so echt richtig geil mit dem Holz. Ich finde, die Größe passt auch echt perfekt. Ich muss die ganzen jetzt natürlich zusammenschrauben. Dafür nehme ich jetzt diese riesige Palette und schraube die hier oben drauf. Für alle, die es ganz genau nehmen, haben wir uns entschieden, dass wir Schrauben und Werkzeug trotzdem benutzen dürfen, obwohl wir die irgendwann mal gekauft haben, weil sonst würden wir echt gar nicht vorankommen. Damit paddelt Johannes nirgendwo hin. Das ist ja ultra schwer. Die Plattform ist jetzt soweit fertig. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich doch statt 2 Kajaks 4 Stück nehme, weil es einfach echt schwer geworden ist. Ich glaube, sonst wird es untergehen. Ich habe jetzt hier noch 2 Kajaks gekriegt, die waren auch zu verschenken. Und auf dem Weg bin ich bei einer Baustelle vorbeigefahren. Da wird irgendwie gerade ein Haus abgerissen oder so. Und da lagen so Balken rum und ich habe einfach gefragt, ob ich die mitnehmen kann. Und er hat mir 4 Stück geschenkt. Nochmal ganz, ganz vielen Dank dafür. Kajaks jetzt an die Plattform zu machen, schiebe ich die langen Balken jetzt da unten durch und dann befestige ich die da außen dran. Mein Boot ist jetzt noch nicht ganz fertig, da fehlt auf jeden Fall noch der Antrieb. Ich fahre jetzt trotzdem mal zum See, um zu testen, ob die Plattform nicht zu schwer für die Kajaks ist. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze einfach direkt untergeht. Mich fragst, ist das ein großer Fail? Warum? Das geht maximal unter. Das ist doch super geil. Also ich würde sagen, vom Auftrieb reicht es locker. Hier können bestimmt 20 Menschen drauf. Den Test, dass die Kajaks genug tragen, hat es auf jeden Fall bestanden. Ich werde es noch ein bisschen verstärken, dass sich in der Mitte nicht mehr so durchbiegt. Aber sonst ist perfekt. Wir ziehen es jetzt schnell raus, weil es Gewitter kommt. Ich bin echt mega froh, dass es mit der Plattform jetzt schon mal geklappt hat, dass sie nicht zu schwer ist. Als nächstes kümmere ich mich jetzt um den Antrieb. Den will ich ja aus Fahrrädern machen. Ich habe jetzt schon mal ein altes Fahrrad hier auf Kleinanzeigen zu verschenken gefunden. Ich hole es jetzt ab und dann starten wir. Die Fahrräder sind schon ziemlich abgeranzt. Ich habe jetzt insgesamt 3 Fahrräder und ich hoffe, dass man damit irgendwie ein cooles Schaufelrad antreiben kann. Damit das Fahrrad nicht umkippt, jetzt wo keine Räder mehr drin sind, schraube ich das jetzt mit den Holzbalken hier fest.
baue das Schaufelrad jetzt aus den beiden Rädern von dem Fahrrad. Dafür mache ich jetzt einmal den Reifen runter und dann schraube ich Außenbretter rein. Die Schaufeln mache ich jetzt aus den Reststücken von unserer Terrasse auf der Garage. Als nächstes befestige ich jetzt noch das Schaufelrad. Das mache ich wieder mit Holzbalken. So, jetzt gebe ich mal Gas hier. Geht schon hart ab. Eine letzte Sache fehlt jetzt noch, und zwar bauen wir hier hinten jetzt ein Ruder dran, damit wir das Ganze lenken können und nicht wieder in die Fähre reincrashen. Wir brauchen jetzt natürlich noch ein Ruder, und ich glaube, ich habe eine Idee, woraus wir das bauen können. Das ganze Lenkgestänge hat jetzt echt ganz schön viele Gelenke. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt zu schwer wird, das zu lenken. Er ist voll geil, also sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ich bin jetzt echt sehr gespannt, wie es im Wasser wird. Wir laden jetzt alles ein und dann testen wir es nochmal. Ich bin echt so krass gespannt, wie das gleich funktioniert. Ich hatte die Idee, dass wir das ganze Ding hier später auf Kleinanzeigen stellen. Das heißt, wir verschenken das an einen von euch, wenn ihr das haben wollt. Wir haben jetzt extra einen eigenen Kleinanzeigen-Account gemacht. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, und da habe ich noch eine Bitte. Wir wollen auf jeden Fall den größten Account haben, deswegen abonniert mal alle diesen Account. Ich ziehe mir jetzt noch eine Schwimmweste an und dann geht's los. Ey, die Lenkung funktioniert ja mega geil. Es ist ein bisschen anstrengender, als ich dachte, aber wir sind auch deutlich schneller, als ich dachte. Das Schaufelrad hat für den ersten Test schon mal ganz gut funktioniert. Allerdings hat Johannes festgestellt, dass er einen niedrigeren Gang für seine Fahrräder braucht, damit man leichter in die Pedale treten kann. Das muss er auf jeden Fall vor dem großen Rennen noch ändern. Das Ruder. Oh fuck, das Ruder ist komplett im Arsch. Ich geh mal nach vorne, Daniel. Oh, Johannes, das ganze Ruder ist weg. Ja, es ist komplett abgebrochen. Wir probieren es jetzt mit dem Seil rauszuziehen. Okay, Jungs, let's go! Das war wohl nix. Ich bin glücklich und enttäuscht zugleich. Aber es fährt auf jeden Fall. Nicht perfekt, aber es fährt. Also war auf jeden Fall schon mal sehr sinnvoll, dass wir einen Test gemacht haben. Wir verstärken jetzt nochmal das komplette Ruder und bauen die Schaltung so um, dass man ein bisschen leichter treten kann. Und dann, denke ich, könnte es schon echt vielversprechend sein. In der nächsten Folge seht ihr, mit welchem Boot Daniel ins Rennen geht und wie es dazu kam, dass sein selbstgebauter Motor nach einer gigantischen Explosion in unser Hallendach eingeschlagen ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Ciao und bis zum nächsten Mal.